Ja, danke schön für die einleitenden Worte. Ich bin davon überzeugt, dass die Charta jedes persönliche Leben ganz grundlegend verändern kann, weil sich in den Menschen, die mit der Charta arbeiten, die sie im Kopf verankert haben, nichts mehr unmöglich ist. Man kann jedes Ziel erreichen, wenn man diese Denkweise im Hirn verankert hat. Und das vorweggeschickt, ich bin unter anderem eigentlich habe ich diesen Studiengang sogar mir ausgedacht. Also ich habe einen Studiengang konzipiert, nennt sich Wertschöpfungsmanagement, berufsbegleitender Bachelorstudiengang. Und ich halte dort eine der letzten Vorlesungen, diese Vorlesung heißt Führung und Coaching. Und dort impfe ich die Studierenden natürlich auch mit dem Thema Charta. Und die kriegen theoretischen Input, die kriegen vom Thilo den Online-Kurs zur Verfügung gestellt. Und dann kriegen die Aufgabe, die Charta anzuwenden. Wie das genau ausschaut, werdet ihr gleich noch erfahren. Und ich habe so irre Sachen schon erlebt. Ich will nur ganz kurz berichten. Also der Klassiker ist Abnehmen. Ja, funktioniert. Wir haben teilweise innerhalb eines Semesters 10, 12 Kilo Gewichtsreduktion mit der Charta erreicht. Und ich habe mir gedacht, wenn sich das mal in der Welt rumspricht, dass man mit Charta abnehmen kann, dann ist Charta weltweit der Renner. Das Lustigste war, Autofahren mit meiner Frau. Das war echt eine Leidensgeschichte und die hat ein gutes Ende gefunden. Erklimmen der Zugspitze, Liegestützen machen, Marathon laufen, Abbau von Überstunden im Unternehmen. Und ich habe die zwei ganz tolle Projekte sozusagen jetzt noch mitgebracht, beziehungsweise die Studenten gebeten, das hier vorzustellen. Und ja, euch gehört die Bühne. Danke für die Einleitung. Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu meiner Präsentation, und zwar zu dem Thema Reduzierung von Plastikmüll im Rahmen des Studienganges zum Wertschöpfungsmanager. Vorab muss ich sagen, eigentlich starte ich jetzt noch mal ein Charta-Projekt, weil ich habe die Vision, 20 PowerPoint-Folien in 10 Minuten zu präsentieren. Insofern entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, dass ich einige Folien relativ schnell durchklicken muss. So. Genau, Reduzierung von Plastikmüll. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Ömer Dogan, ich arbeite bei der B. Braun Melsung AG, auch direkt am Hauptstandort in Melsung. Und zwar die Tätigkeit des Lean Professional, also ich bin freigestellter Lean-Mitarbeiter, Angestellter im Operational Excellence Office oder kurz OPEX Office direkt am Hauptstandort. So, ich habe das Bild habe ich noch mit eingefügt in der Prüfungsaufgabe. Wir hatten die Aufgabe bekommen, die der Herr May vorhin kurz erwähnt hat. Wir sollten ein Thema aus dem privaten Bereich aussuchen und mithilfe der Charta-Methode durcharbeiten. Und zwar möchte ich hier die einzelnen Punkte mal schnell durchgehen, wie zum Beispiel Bestimmung der Vision, genaue Analyse des Ist-Zustandes, Abstimmung des ersten und weiterer Zielzustände, Aufbau eines Ablaufplans, PDCA-Zyklus, eingehende Analyse und persönliche Erfahrung. So, wie auf der Hauptfolie schon stand, habe ich mich für das Thema Plastikmüll reduzieren entschieden. Mein Favorite war zu Beginn auch Abnehmen gewesen, aber ich wollte mal was anderes ausprobieren, und zwar ein Thema, was mich auch im privaten Bereich auch sehr interessiert hat, auch beschäftigt hat. In der letzten Zeit ist das Thema immer öfter in den Medien zu hören, zu sehen. Erst letzte Woche wieder mit dem gestrandeten Wal mit jeder Menge Plastikmüll im Magen. Und ja, wie gesagt, insofern habe ich mich für das Thema entschieden. Ich gehe mal die einzelnen Punkte mal schnell durch. Also Plastikmüll ist besonders umweltschädlich aufgrund der langen Lebensdauer. Mikroplastik habe ich noch mit reingebracht, den Begriff, ist ein Riesenproblem. Also wie die Bezeichnung schon sagt, also das sind Plastikpartikel in dem Müllbereich teilweise schon. Und dazu habe ich in der folgenden Folie nochmal ein interessantes Bild mit eingefügt. Ja, und die Weltmeere, die sind hauptsächlich betroffen von diesem Problem. Und da werde ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Also im Grunde genommen werde ich hier zwei Themen etwas behandeln, also parallel eigentlich. Einmal das Thema an sich, was super aktuell ist, und die Charta-Methode, wo ich für mich auch nochmal experimentieren musste, wie kann ich das tatsächlich in meiner Mikrowelt für mich in meinem privaten Bereich quasi umsetzen. Also unterm Strich muss ein Umdenken stattfinden, bei uns allen auf lange Sicht gesehen, da kommt man nicht drum herum, und daher habe ich das Thema für mich gewählt.
Also hier ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Plastikmüll. Also jeder Deutsche produziert ca. 37 Kilogramm Plastikmüll, nur aus Verpackungsmüll pro Jahr. Also mit 11,7 Millionen Tonnen verbraucht Deutschland so viel Plastik wie kein anderes Land in Europa. Jährlich verenden etwa 1 Million Seevögel und 100.000 Meeressäuger durch den Kontakt mit unserem Plastikmüll. Und 3/4 des Mülls im Meer besteht aus Kunststoffen, deren Abbau Jahrhunderte benötigt. Also während meiner Recherche habe ich diese Zahlen für mich auch nochmal durchlesen und verinnerlichen können. Und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt gehabt. Insofern versuche ich diese Message auch so ein bisschen rüberzubringen. Wie gesagt, hier ein paar interessante Fakten. Also weltweit gibt es mindestens 5 riesige Plastikmüllstrudel. Das ist hier unten in Abbildung 3 nochmal dargestellt. Also mit der mit Abstand größte Plastikmüllstrudel befindet sich zwischen den beiden Kontinenten Nordamerika und Asien, also im Pazifik. Dieser wäre laut den Daten, die ich aus dem Internet recherchiert habe, so groß wie der gesamte Kontinent Europa. Also das ist schon heftig, wo ich das gelesen habe. Ich gehe im Schnelldurchlauf die einzelnen Abbildungen mal durch. Zum Beispiel eine Plastikflasche benötigt ungefähr 450 Jahre in der freien Natur, bis es natürlich abgebaut werden kann. Also das ist schon ein Wort. Oder wie zum Beispiel eine Plastiktüte, ist eigentlich ein Klassiker, circa 10 bis 20 Jahre. Oder hier, das ist auch so ein Verpackungsmaterial, um so Sixpack oder Bierdosen, Cola-Dosen und so weiter zu transportieren. Ja, ungefähr 400 Jahre. Das nochmal kurz dazu. Ja, zum Thema Mikroplastik, da wird unterschieden zwischen primärem Mikroplastik und sekundärem Mikroplastik. Der Unterschied liegt darin, dass primäre Mikroplastik im Grunde genommen in den Produkten schon vorhanden ist. Also das heißt in Zahnpasta, Shampoo oder zum Beispiel in der Industrie Sandstrahlmaterial, um Maschinen, Schiffe zu sandstrahlen und so weiter. Die landen dann direkt auch in den Weltmeeren oder in der Natur. Also ich weiß nicht. sekundäre Mikroplastik sind im Grunde genommen hier, wenn zum Beispiel Tüten, Plastikprodukte in den Weltmeeren oder in der freien Natur auch durch natürliche Prozesse, zum Beispiel Sonneneinstrahlung, UV-Einwirkung und so weiter, mit der Zeit zersetzt werden. Ja, diese gelangen in die Natur und werden durch die Lebewesen im Grunde genommen in der Natur dann aufgenommen, in den Organismus und werden dann teilweise auch durch uns verzehrt. Also es gelangt dann unterm Strich auch in unserem Körper. Hier unten habe ich noch ein paar Bilder mit eingefügt. Das war zu der Zeit, wo ich das Projekt ausgearbeitet hatte, top aktuell, letzte Woche auch wieder. Also Wal hatte fast 30 Kilo Plastik im Bauch. Also das ist schon echt heftig. Also wenn man sich da die einzelnen Bilder nochmal im Detail angeschaut hat in den Medien, auch letzte Woche nochmal, das führt halt dazu, dass das Tier das ein Sättigungsgefühl hat, aber tatsächlich gar keine vernünftige Nahrung aufgenommen hat. Hier unten auch noch mal ein paar Bilder, zum Beispiel dieses Verpackungsmaterial, was ich hier erwähnt hatte, hat zu Verformung am Körper einer Schildkröte geführt. Oder hier ein Vogel, der verendet ist, wo man hier vielleicht einigermaßen erkennen kann, wie viel Plastik der eigentlich so verschluckt hat und auch nicht mehr ausscheiden konnte, was dann letztendlich zum Tode geführt hat. Das nochmal kurz zur Sensibilisierung zum Thema Plastikmüll. Ja, was ist meine Vision? Ja, also vorab schon mal, ich habe vorher nie wirklich darauf geachtet, wie viel Plastikmüll ich in meiner Mikrowelt, wie ich erwähnt hatte, bis jetzt erzeugt hatte und auch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ich diesen auch vermeiden kann. Also wir leben in einer Wegwerfgesellschaft und ja, wir sind es irgendwo auch von klein auf gewohnt, dass wir permanent Plastikmüll eigentlich kaufen, im Supermarkt schon kaufen und letzten Endes dann auch wegschmeißen. Also meine Vision ist die Reduzierung von Plastikmüll auf 0%. Hört sich extrem ehrgeizig an. Ich kann vorab schon mal sagen, das war auch nicht so einfach zu erreichen. Also es ist eine langfristige Version und der Weg dahin ist erstmal unbekannt gewesen. Genau, was ist die Herausforderung, beziehungsweise wie erreiche ich meine Vision? Da habe ich auch noch mal einige Notizen dazu aufgeschrieben gehabt, aber ich werde jetzt nicht alle durchgehen. Also wie gesagt, Plastikmüll erzeugen ist normal, in Anführungszeichen. Wir als Konsumenten sind in erster Linie ökonomisch eingestellt, also nicht ökologisch in dem Sinne. Wir achten eher auf unseren Geldbeutel, als was wir der Natur eigentlich an Schaden zufügen.
Also Plastikmüll an sich ist extrem vielfältig, also es gibt mehrere Formen davon. Hier habe ich mal ein paar aufgeschrieben, wie zum Beispiel Tüten, Becher, Besteck, Strohhalme, Flaschen, Stifte und so weiter. Also die Liste ist wirklich endlos. Ja, fast alles, was man kauft, ist verpackt oder teilweise sogar mehrfach. Also es muss eine grundlegende Veränderung stattfinden. Gewohnheiten bzw. unser Konsumverhalten muss sich letzten Endes ändern. Hier unten habe ich nur ein paar Bilder eingefügt. Wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bin ich mit einer ganz anderen Brille durch den Supermarkt gelaufen. Und da war ich extrem überrascht darüber, wie viel Plastikverpackungen eigentlich so im Supermarkt vorhanden sind. Genau, da habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich das vermeiden, beziehungsweise wie kann ich dem Ganzen vorbeugen? Und ja, genau, um die Vision irgendwann mal annähernd erreichen zu können, muss man täglich darauf achten, es muss ins Fleisch und Blut übergehen, beziehungsweise verinnerlicht werden, also eine Verhaltensänderung schon im Konsum. Genau, wo stehe ich jetzt? Ich habe mit einer Ist-Analyse angefangen. Ich habe eine ganze Woche, also 24/7, 24 Stunden lang habe ich darauf geachtet, wie viel Plastikmüll ich erzeuge. Also ich habe da noch nichts an meinem Verhalten geändert. Ja? Das heißt, ich habe im Haushalt, also in meinem privaten Bereich, an der Arbeit, wenn ich unterwegs war, habe ich mir das Ganze dokumentiert, über eine ganze Woche hinweg. Das ist so eine Excel-Übersicht darüber, was ich alles so erzeugt habe die ganze Woche. Also das fängt an von kleinen Verpackungen. Bonbonverpackungen bis zu Plastiktüten, Plastikflaschen und so weiter. Also in Summe waren das 154 Teile in der Woche, 22 der arithmetische Mittelwert pro Tag. Und das Ganze habe ich in einem Balkendiagramm dargestellt. Das ist meine Ist-Analyse. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Also hier habe ich mir dann einen Plan gemacht, wie gehe ich da vor. Also das ist die Woche mit der Ist-Analyse. Dann habe ich mir das Ganze ein bisschen aufgeteilt in Step 1, 2, 3, beziehungsweise endlos bis zu meiner Vision. Das habe ich hier rechts nochmal abgebildet. Also im ersten Step hatte ich das Ziel, das Ganze zu reduzieren auf 17 Teile, sprich 75% von 22. Im zweiten Schritt, in Step 2, dann auf 11 Teile, also sprich das Ganze zu halbieren und so weiter Richtung meiner Vision, 0% Plastikmüll. Genau hier die PDCA-Zyklen, kann man, glaube ich, nicht so wirklich lesen, werde ich jetzt sowieso nicht drauf eingehen können. Ich habe das in 10 Zyklen aufgenommen, den ersten Schritt, also ein Zyklus ist ein Tag. Also ich habe mir einen Tag, habe ich mir immer nur einen Punkt vorgenommen. Also im Step 1 kann man eigentlich sagen, da habe ich hauptsächlich Einwegprodukte eigentlich oder Einwegabfall, habe ich mich darauf konzentriert. Fazit von dem Ganzen, also Step 1 war relativ einfach zu erreichen und ich bin da sogar besser gewesen, als ich mir vorgenommen hatte. Somit hatte ich das Ziel erstmal erreicht. Step 2 war schon ein bisschen komplizierter, da musste ich auch meine Frau mit einbinden, weil, ja, das ist tatsächlich so, weil wenn ich da was verändern möchte, muss ich logischerweise vorbeugen und wenn man einkaufen gegangen ist oder meine Frau halt alleine ohne mich, da habe ich sie dahingehend auch sensibilisiert, dass sie da mal ein bisschen drauf achten soll und das hat auch sehr gut geklappt. Genau, hier nochmal der Zwischenstand von Step 2, da wurde es schon ein bisschen schwieriger. Also wir haben darauf geachtet, dass wir Einwegprodukte weglassen beim Einkaufen, Vorratspackungen kaufen, also sprich nicht viele kleine Verpackungen, sondern einmal nur eine große Verpackung. Also Tüten jeglicher Art konnten reduziert werden. Man konnte zum Beispiel Lebensmittel in Tupperdosen zum Beispiel oder auch in einem Korb quasi transportieren. Das war ganz gut machbar. Also das Ziel hatte ich auch noch erreicht. Das ist jetzt Step 3. Das sind insgesamt 25 Zyklen gewesen, und dann kam schon die Prüfung an der Uni. Also da war erstmal Schluss für mich und das ist Fazit von Step 3 im Grunde genommen in Arbeit gewesen. Ja. Also das ist die Analyse über alle 25 Zyklen hinweg, also man kann hier eindeutig sehen, dass das Ziel logischerweise erstmal nicht erreicht werden konnte aufgrund der Zeit, aber die Richtung hat schon mal gestimmt, also der Weg ist das Ziel, kann man sagen, also das ist ein Endlosprozess, wenn man das so sehen möchte. Okay, also Fazit von dem Ganzen. Ja, die konsequente Verfolgung des Ziels bzw. meiner Vision erfordert ein hohes Maß an Disziplin. Also man muss tatsächlich, bis das irgendwann ins Fleisch und Blut übergegangen ist, wie ich das da erwähnt hatte, muss man das permanent immer vor Augen führen und darauf achten, schon beim Einkaufen. Also die Handlungs- und Denkweise entwickelt sich in vielen kleinen Schritten in Richtung Zielerreichung bzw. Gewohnheiten ändern sich. Ja. Die ersten beiden Steps konnten relativ gut erreicht werden, beziehungsweise die konnten erreicht werden, aber zu welchem Preis? Also die Kosten sind gestiegen,
Ja, und der Aufwand dementsprechend genauso, weil ich musste mir vorher Gedanken darüber machen, wie takte ich meinen Einkauf. Ich musste mir vorher schon im Kopf überlegen, wo ich einkaufen gehe. Ich habe weit und breit einen Lebensmittelhändler gefunden, der sich darauf so ein bisschen spezialisiert hatte. Also er hat Lebensmittel verkauft ohne Plastikverpackung, aber dieser Laden hat mittlerweile schon geschlossen. Also ich hoffe, dass sich da in der Zukunft noch ein bisschen was tut. Ich denke, das ist auch noch ein Riesenpotenzial, also jetzt noch nicht, aber für die Zukunft gesehen. Genau, also nach jedem Zyklus macht man sich nochmal Gedanken, wie man da ein Stückchen besser werden kann. Und abschließend, also durch das methodische, wissenschaftliche Vorgehen ist mir bewusst geworden, dass Plastikmüll drastisch reduziert werden kann, das jedoch nicht so einfach ist. Also abschließend möchte ich das Ganze mit einem Zitat von einem Chemiker namens Tony Andready, wenn ich das richtig ausspreche. Jedes kleine Stück Kunststoff, das in den letzten 50 Jahren hergestellt wurde und ins Meer gelangte, ist dort immer noch irgendwo. Und die abschließende Message wäre, vermeide Plastikmüll, schone die Umwelt. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sorry, dass ich überzogen habe. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir gehen gleich über zum zweiten Vortrag, damit wir den noch rechtzeitig schaffen. Aber es ist klasse, oder? Also, das ist eine feine Geschichte, finde ich. Einfach Anwendung der Cutter-Denkweise auf Dinge, die einem im Leben wichtig sind, finde ich toll. Ja, auch herzlich willkommen meinerseits. Ich möchte mich noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Tristan Eppelt, arbeite für die Firma Meira. Das ist ein mittelständischer Betrieb, der Rollstühle herstellt im Kalletal. Bin dort beschäftigt als Lean-Manager und ja, nebenbei berufsbegleitend absolviere ich noch das Studium für Wertschöpfungsmanagement an der Hochschule Ansbach in Kooperation mit dem CTPM. Das übergeordnete Thema heißt Cutter im Privatleben. Jetzt ist der Untertitel vielleicht ein bisschen komisch und ja, erstmal verwunderlich für den einen oder anderen, müheloses Bügeln. Ich will zunächst erstmal einen kleinen Überblick geben, wie ich darauf gekommen bin, beziehungsweise wie ich mich dran langgehangelt habe an die Aufgabe. Zunächst zur Motivation, warum wirklich dieses Thema, wie habe ich es vorbereitet, wie habe ich das Ganze analysiert, wie habe ich es visualisiert, wie ist das Coaching erfolgt und letztendlich auch ein kleiner Ausblick, wo möchte ich noch hin. Zur Motivation. Ich muss sagen, Bügeln habe ich wirklich gehasst. Es ist für mich eine Strafe gewesen, Hemden zu bügeln, dennoch erforderlich. Ich habe so weit aufgeschoben, wie es nur ging. Das heißt sogar bis vor die Arbeit, also bevor ich zur Arbeit gegangen bin, nicht auf der Arbeit. Und das hat dann zum Teil dazu geführt, dass ich zu spät erschienen bin. Ich bin dort gestresst angekommen und letztendlich auch noch rund gemacht worden von meinem Chef. Mein Tag war gelaufen. Gut. Wir fangen mit der Cutter eigentlich immer mit dem ersten Schritt an. Das ist erstmal die Richtung zu verstehen. Ich habe mir gesagt, okay, ich brauche kurzfristig ein faltenfreies Langarmhemd. Ich habe das dann konkretisiert, indem ich gesagt habe, kurzfristig heißt für mich maximal 2 Minuten. Und da mein Ursprung eigentlich in der Einkaufsabteilung besteht, habe ich gesagt, ich möchte nicht investieren. Bevor jetzt die Vorschläge kommen, es gibt solche Puppen. Genau. Zweiter Schritt ist, die Ist-Situation oder Ausgangssituation zu verstehen. Ich habe mir jeden einzelnen Bügelschritt einmal notiert. Sind in der Ausgangssituation 16. Jeder Prozessschritt ist eigentlich so gegliedert, dass ich das Hemd einmal umlegen muss auf dem Bügelbrett. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen. Vielleicht habt ihr schon Gelegenheit gehabt, die einzelnen Punkte zu erkennen. Weiter zum Ausgangspunkt. Mein allererster Versuch, den ich zeitlich gemessen habe, der lag wirklich bei 19 Minuten und 19 Sekunden. Vielleicht können Sie nachvollziehen, warum ich das Bügeln gehasst habe. Es geht um ein Hemd. Ein Hemd. Der zweite Versuch hat dann schon deutliche Verbesserung gezeigt. 13 Minuten 20, also eine Steigerung von 6 Minuten. Ja, das ist subjektiv, aber ja, gleiche Qualität. Und auffällig war dabei, dass der größte Aufwand für die Ärmel besteht. Hier sehen wir es nochmal grafisch dargestellt, wie sich die einzelnen Prozessschritte darstellen. Auch da ist es wieder erkennbar, der Ärmel nimmt die längste Zeit in Anspruch in beiden Versuchen. So habe ich mir dann meinen nächsten Zielzustand definiert. Wir sind in der Ausgangssituation bei 13 bzw. 19 Minuten gewesen. Ich habe mir als erstes Ziel gesagt, okay, wenn ich von dem ersten Versuch zum zweiten Versuch 6 Minuten reduziere, traue ich mir auch
in naher Zukunft eigentlich zu weitere 3 Minuten zu reduzieren. Somit komme ich zum Zwischenziel von 10 Minuten. Zwischen dem ersten und zweiten Versuch habe ich gleich schon festgestellt, was es alles für Hindernisse gibt. Die habe ich in einem, so einem Zwischenspeicher, Hindernisspeicher einmal aufgelistet. Das ist auch eigentlich nur eine kleine Auswahl, aber vielleicht kennen Sie es selber. Mehrfaches Umlegen ist erforderlich, damit man jede Stelle des Hemdes bügeln kann. Genauso, und das ist eigentlich die 6 Minuten Zeitersparung gewesen. Ich habe das Bügeleisen lange nicht genutzt. Es ist ein Dampfbügeleisen, entsprechend war es verkalkt. Das ist in den 19 Minuten mit drin. Ja, das Experimentieren hat sich so dann dargestellt, dass ich den PDCA-Zyklus zugrunde gelegt habe. Hier ist er ein bisschen erweitert, beinhaltet aber das, was wir eigentlich auch die Tage jetzt kennengelernt haben. Ist-Zustand, Hindernis erkennen, Ursache verstehen etc. Das Ganze kommt dann gesammelt auf mein Problemlösungsblatt, was hier in sehr vereinfachter Form dargestellt ist, aber auch hier sind die einzelnen Zyklen nochmal dargestellt, das heißt, hier habe ich angefangen mit 19 Minuten 19 und erster Punkt war, oder meine erste Verbesserung war wirklich das Entkalken des Bügeleisens, sodass ich keine Kalkflecke mehr auf dem Bügel, auf dem Hemd hatte. Es hat dann tatsächlich 13 Schritte gedauert, bis ich mein erstes Zwischenziel von 10 Minuten erreicht habe. Auch hier nochmal ein paar fettgedruckte Verbesserungsvorschläge. Sie werden sich wundern, Knöpfe öffnen, outsourcen. Ich sagte es, mein Ursprung besteht im Einkauf. Das soll in diesem Fall bedeuten, dass ich, wenn ich das Hemd in die Wäsche gebe, alle Knöpfe geöffnet habe. Und somit ist das nicht mehr in meinem Kernprozess enthalten. Genau. Dann gab es einen Zwischenschritt oder einen zwischenzeitlichen Prozessablauf, das Ärmelbrett aufstellen und Ärmelknöpfe öffnen, habe ich outgesourced, das heißt mein bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Ich habe ein Ärmelbrett benutzt, das habe ich auch sein gelassen, weil ich eine andere Technik gefunden habe, die Ärmel zu bügeln. Genau. Letztendlich komme ich dann so noch auf 12 Prozessschritte in der Zeit. Hier sehen wir dann noch einmal den Durchlauf meiner Zielzustände. Ich habe mich wirklich dann sukzessiv herangearbeitet von 19 Minuten, nehmen wir ruhig das Extrembeispiel, zu 10 Minuten, auf 8 Minuten, auf 7 Minuten. Meine Vision steht immer noch hier oben. Ich will irgendwann mal meine 2 Minuten erreichen. Das Ganze habe ich dann visuell auch dargestellt in digitaler Form. Ich habe mir ein kleines Storyboard aufgebaut, in dem meine PDCA-Zyklen dargestellt sind. Genauso habe ich die Entwicklung dargestellt und auch einen Hindernisspeicher, um Hindernisse, die ich erkenne, nicht in Vergessenheit geraten. Und ich habe mir kleinere Zielzustände gesetzt. Das Beispiel sehen wir jetzt hier einmal. Die Ausgangssituation ist, dass die Gesamtzeit 8 Minuten beträgt. Mein nächster Zielzustand war 7 Minuten und ich habe mich nur auf den Prozess Ärmel konzentriert. Ich habe davon 2 Stück in der Regel beim gesunden Menschen. Und wenn ich es dann schaffe, die einzelne Prozesszeit von 1 Minute 35 auf 1 Minute zu senken und das mal 2 faktoriere, hätte ich meinen Gesamtzielzustand erreicht. Das ist die Idee dahinter. Hier habe ich noch einzelne Parameter dann dazu aufgeschrieben, was in diesem Prozessschritt dann noch alles enthalten ist und was mein Zielzustand sein soll. Genau, hier sieht man jetzt nochmal über mehrere Zyklen mein Ergebnis. Die rot dargestellte Linie sind meine einzelnen Zielzustände und der Balken gibt die Gesamtzeit an fürs Bügeln. Auch hier nochmal eine kleine Auswahl meiner einzelnen Hindernisse, die ich auch noch nicht abgearbeitet habe. Ganz oft ist mir aufgefallen, den mittleren Teil des Rückens bügele ich eigentlich doppelt durchs Umlegen. Das möchte ich eigentlich auch noch vermeiden. Zum Coaching selber. Ich habe mich selber gecoacht. Ich hatte keinen in meiner Familie, der über die Fähigkeit verfügt und zum Lernen wollte ich es dann an mir selber ausprobieren, bevor ich in der Firma anfange. Meine Erfahrung hat dann aber gezeigt, die ersten 6 Verbesserungen resultieren dadurch, dass ich wirklich permanent am Üben war. Also da hat die Methode an sich noch nicht gewirkt. War aber sehr positiv, da ich immer Verbesserungen erzielt habe. Und ja, die Gewohnheit hat es dann eigentlich gemacht. Irgendwann bin ich ja dann aber an diese Wissensgrenze gestoßen und da hat dann der PDCA-Zyklus wirklich geholfen, dass ich mich kontinuierlich noch verbessern kann. Es gab aber auch Verschlechterungen oder Rückschläge. Grundsätzlich war es mir ein fremdes Gefühl, mir stets die gleichen Fragen zu stellen.
bis es zur Gewohnheit wurde. Und da muss ich sagen, diese schematische Vorgehensweise fördert tatsächlich die Routine, einmal im Bügeln, aber auch an der Vorgehensweise selber. Was möchte ich noch machen? Weitere Verbesserungen erzielen. Mein nächstes Zwischenziel sind 5 Minuten bis Jahresende. Ja, klasse, wenn das klappt. Ich lasse mich selber überraschen. Des Weiteren möchte ich eigentlich darauf eingehen, was weitere Ursachen sind, dass es überhaupt Falten gibt. Warum muss ich überhaupt bügeln? Es gibt bügelfreie Hemden, aber ich habe auch da festgestellt, komplett zu 100% bügelfrei sind die nicht. Da muss man auch nochmal mit dem heißen Eisen rüber. Und ja, den Gesamtprozess möchte ich eigentlich auch optimieren. Das heißt, die Vor- und Nachbereitung mit Aufstellen des Bügelbretts, ständiges Entkalken des Dampfbügeleisens etc. Sprühwasser ist ganz wichtig für hartnäckige Falten. Möchte ich auch immer verfügbar haben und nicht nebenherlaufen. Hinterherlaufen, genau. Letztendlich mein Fazit. Ich hatte erst keine hohen Erwartungen, musste mich selber überzeugen lassen. Und ja, ich kann mittlerweile sagen, aus dieser Demotivation ist mittlerweile Spaß geworden, weil ich es als Wettkampf sehe und mir ein Ziel gesteckt habe, dass ich sage, okay, man erzielt Verbesserungen und es sind Visionen schaffbar. Was mir sehr geholfen hat, war, dass es ein wenig komplexes Thema war. Ich hatte eine Kennzahl, das war die Prozesszeit. War für mich für einen Einstieg sehr geeignet, da ich den Fokus auf diese Zeit legen konnte. Was ich aber auch festgestellt habe, ich habe viel zu schnell in Lösungen gedacht, eigentlich bei jedem Problem. Das Problem habe ich dann auch erst nicht im Hindernisspeicher festgehalten, sondern ich habe da schon Lösungen, die ich ausprobieren möchte, festgehalten. Genau. Genauso war es eine Herausforderung, die Zeit zu stoppen, während ich die ganze Zeit bügle. Aber auch da habe ich einen guten Weg gefunden. Und letztendlich möchte ich sagen, für mich, Entschuldigung, es wird sicherlich einige Experten unter uns hier geben, aber für mich ist es ein super Ergebnis und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Dankeschön.